Negative Glaubenssätze und Krankheit. Gibt es da einen Zusammenhang? Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Beitrag und sage gleich schon mal ein herzliches Hallo zu Rudi Alexander Daniel, denn das ist heute unser Experte hier am Start zu diesem Thema. Hallo lieber Rudi. Ja, ich grüße dich, Imke. Rudi, wir unterhalten uns jetzt über das spannende Thema negative Glaubenssätze und Krankheit. Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Was sind deine Ansatzpunkte dazu? Ja, also ich habe oft die Erfahrung gemacht bei Energiesitzungen, dass Menschen deswegen krank werden, weil sie ganz bestimmte Glaubenssätze in sich tragen. Mhm. Negative Gedankenstrukturen. Mhm. Und am besten bringe ich da einfach mal ein paar Beispiele, um das deutlich zu erläutern, dass jeder dann irgendwie es auch ein bisschen nachvollziehen kann. Also eine wunderbare Heilung hat mal stattgefunden. Das war bei einer Ärztin. Und diese Ärztin, eine relativ junge Frau, die war so 35, 36, 37, so die Ecke. Und die hatte Knochenkrebs, Lungenkrebs und Lymphknotenkrebs. Ja, also eine recht heftige Geschichte. Und der Knochen hat schon angefangen, sich aufzulösen. Mhm. Und dann haben wir so 10 Wochen Energiearbeit gemacht. Und dann hat sie ein MRT durchführen lassen von ihrem Arzt. Und dann haben die nach 10 Wochen festgestellt, keine Metastasen mehr. Also der Knochen hat angefangen, sich wieder aufzubauen. Mhm. Und dann sind wir, also da war das auf der körperlichen, auf der somatischen Ebene, war das letztendlich geheilt. Mhm. Dann haben wir aber weitergemacht und ein paar Monate später wurde in einer Sitzung klar, warum sie überhaupt Krebs bekommen hatte. Und das lag daran, dass sie den Glaubenssatz hatte, wenn es einem Menschen, der mir sehr nahe ist und der mir sehr wichtig ist, so richtig gut geht, muss es mir, und dann in Anführungszeichen, richtig schlecht gehen. Okay. Konkret bei ihr war das so, dass sie und ihr Mann, die wollten unbedingt ein Kind, haben lange Jahre kein Kind gekriegt, und dann haben sie endlich ein Kind gekriegt, und das war auch ein ganz, ganz aufgeweckter Junge. Und sie hat sich auch sehr erfreut an diesem Jungen. Und ja, so ein richtiger Strahlemann war das. Und dann nach einem Jahr, als er geboren wurde, hat sie die Krebsdiagnose bekommen. Mhm. Also da hat das genau, also ich will mal so sagen, die Glaubenssätze, die sind in der Regel ziemlich bescheuert. Ja? Also wie kann das sein, dass so ein Glaubens, dass man überhaupt so einen Glaubenssatz hat und dass so ein Glaubenssatz die Krankheit hervorrufen kann? Mhm. Aber bei ihr war das halt so, der Junge, auf den sich gefreut hat, dem ging es richtig gut und da musste sie einen Ausgleich schaffen. Aha, okay. In Anführungszeichen immer, ne? Mhm. Und das war der Grund für den Krebs. Mhm. Dann konnte der Krebs, der ein Ausdruck eines Themas ist, der konnte auch mental dann geheilt werden und vorher war er ja schon energetisch geheilt, also auf der körperlichen Ebene. Und ein anderes Beispiel, ja? Ja, da gibt es aber jetzt keinen, um das auch klarzustellen, es gibt da kein Schemata F. Wenn ich diesen Glaubenssatz habe, dann resultiert daraus die Krankheit oder diese Disharmonie. Das ist völlig unterschiedlich, so unterschiedlich, wie wir Menschen letzten Endes auch gestrickt sind. Ne? Ganz genau. Und diese Glaubenssätze und Themen, die nehmen wir ja oftmals auch in der Kinderstube ganz ungefiltert als Kind in uns auf, wie so einen offenen Trichter. Und die verankern sich dann. Dessen sind wir uns ja auch zum größten Teil dann zunächst auch mal unter Umständen gar nicht bewusst. Ne? Ganz genau. Also das ist ein ganz schwieriges Feld meines Erachtens. Also schwierig, weil wir so gestrickt sind, wie wir gestrickt sind. Und diese Glaubenssätze, die sind ja auch irgendwann entstanden und zwar nicht als Glaubenssatz, sondern als eine Erfahrung. Und dann hat man ganz bestimmt, da hat man in einer bestimmten Art und Weise über diese Erfahrung nachgedacht und hat ganz bestimmte Überlegungen angestellt. Und die Überlegung war vielleicht, ich habe die Erfahrung gemacht, meine Eltern wollen also nicht, dass ich mich so und so verhalte, also muss ich mich zurückhalten. Ja. Und dann kommt zum Beispiel der Glaubenssatz, ich bin nur ein guter Mensch, wenn ich zurückhaltend bin. Ja. Ja? Und dann wird dieser Glaubenssatz
die auch seine Berechtigung hatte, aufgrund der Erfahrung in der damaligen Situation, also mit Alter, im Alter vielleicht von 4 oder 5, der wird da über unser Unterbewusstsein bis ins hohe Alter, wenn er vorher nicht aufgelöst wird, transportiert. Und dann kommen wir in Situationen im Erwachsenenleben, dass wir kommen in eine bestimmte Situation, wo wir unbewusst auf einmal das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich mich aber zurückhalten. Mhm. Aber dann weiß ich natürlich nicht, was ist das für ein Glaubenssatz. Oder ich habe eine bestimmte Krankheit und kann das noch schwieriger, dann dauert es auch eine gewisse Zeit, da an diesen Glaubenssatz dran zu kommen. Mhm. Also danke für den Hinweis, weil es ist nicht immer einfach. Es ist einfach so ein Prozess. Und dann ist es auch ganz wichtig, ob wir bereit sind, offen genug sind, diesen Glaubenssatz zu erkennen. Mm-hmm. Ja, manchmal sind wir einfach nicht bereit, weil wir dann unbewusst das Gefühl haben, wenn ich jetzt diesen Glaubenssatz, irgendwie einen Glaubenssatz erkennen würde, dann erinnert er mich an ein Erlebnis und dieses Erlebnis, das war so schrecklich, an das möchte ich gar nicht zurückgeführt werden. Ja, also das ist dann so. Das ist jetzt so ein Parallel. Ich bringe jetzt, das mit der Ärztin ist einfach ein wunderbares Beispiel, wie es relativ einfach war aufzulösen, aber viele Energiesitzungen habe ich erlebt, da sind wir an den Glaubenssatz nicht gekommen. Da ist es später unter Umständen zum richtigen Zeitpunkt. Dann ist es später gekommen. Ja. Und dann, ein negatives Beispiel jetzt mal für, wie kraftvoll Glaubenssätze sind, eine andere Frau, andere Klientin, die hatte ebenfalls Krebs. Mhm. Und die, da sind wir einfach nicht weitergekommen. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, sie ist nicht offen. Ja, mhm. sie lässt sich nicht so richtig ein. Sie hat gesagt, doch, ich lasse mich ein und also hat sich auch wirklich bemüht und so weiter und so fort. Wir sind aber irgendwie nicht weitergekommen. Ich habe das dann auch abgebrochen und gesagt, nee, komm, kannst du zu jemand anderen gehen, der eher Zugang hat vielleicht zu dir. Also ich habe da irgendwie Schwierigkeiten. Ich kriege das irgendwie mit dir jetzt nicht so richtig geregelt. Es tut mir leid. Und ja, wir machen mal eine Pause, haben wir eine Pause gemacht. Dann haben wir doch mal wieder angefangen. Und dann sagt sie auf einmal in einem Nebensatz, ich bin überhaupt nicht würdig, Heilung zu erfahren. Ja. Yeah. Ja, und dieser Satz, also es war ein Nebensatz, das hat sie einfach mal so da gesagt, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, aber einfach hat sie mal geäußert, sie ist gar nicht würdig, Heilung zu erfahren. Das ist ja so ein machtvoller Glaubenssatz. Ja? Damit kann man ja alles erschaffen. Seine Negativität manifestieren, sich klein machen, Opfer sein und all das. Ich bin würdig, Heilung zu erfahren. Dann gibt es niemanden, der ihr helfen kann, dass sie Heilung erfahren kann. Mhm. Ja? Und das ist so diese negative Seite von Glaubenssätzen. Also erst positiv und bei ihr war es leider so, dass das halt nicht funktioniert hat. Ne? Ich musste dann auch lernen, das zu respektieren. Ne? Das ist halt auch so ein Punkt, ich würde gerne helfen manchmal und dann geht es auch nicht, ne, wenn so ein Glaubenssatz da ist. Ja, das ist eine Herausforderung, dann einfach loszulassen in der Gewissheit. Der richtige Zeitpunkt wird dann unter Umständen einfach noch kommen. Ne? Genau. Ja, und es gibt so einen Hinweis auch, weil es vielleicht immer ganz gut ist, für unseren Verstand eine Erklärung zu finden und dann nur als Stichwort, es gibt ja den Dr. Masaru Emoto, diesen Arzt, den japanischen Arzt, der vor ein paar Jahren leider gestorben ist und der hat ja Experimente mit dem Wasser gemacht. Ja. Und er hat einfach wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Wasser, wir bestehen ja zu 70% aus Wasser, dass das Wasser sich verändert, positiv oder negativ, über Worte und auch über Gedanken. Das heißt also, unsere Glaubenssätze, negativen Glaubenssätze, die haben jetzt ganz viel zu tun mit der mentalen Ebene, mit Gedanken. Mhm. Und er hat nachgewiesen, dass wenn wir ganz bestimmte Gedanken haben, das Wasser sich verändert, dann hat er dieses Wasser untersucht unter einem Elektronenmikroskop und dann hat man gesehen, bei negativen Gedanken hat man so ein Bild gesehen, ich habe einen Arzt mal gefragt, sagt, das ist wie so eine Krebszelle. Mhm. Bei Gedanken, zum Beispiel Liebe, Dankbarkeit, so wurde das Wasser besprochen, hat das Wasser gleichen Ursprungs, auf einmal war es eine wunderschöne Kristalle, konnte man da sehen. Und dann Also das ist auch so ein Hinweis,
weil wir immer so Beweise brauchen, wir Menschen, wenn wir in der Welt aufwachsen. Ein Hinweis dafür, wie powerful Gedanken sein können, ob negativ oder positiv. Und dann an der Stelle aber noch, das ist so meine Position, ist mir wichtig, ein Anliegen, das nochmal zu sagen. Damit meine ich jetzt nicht positiv denken. Ja, muss ich dazu, also wenn die positiven Gedanken dazu genutzt werden, um etwas, was in uns rumort und was tief in uns angelegt ist, als Schatten, wie C.G. Jung sagen würde, an dieser Stelle möchte ich aber erwähnen, dass ich damit nicht positiv denken meine, wenn die positiven Gedanken genutzt werden, um irgendetwas wegzuschieben, was tief in uns eigentlich Heilung bedarf. Ja, sondern es geht nicht um Verdrängung, es geht aber um positive Glaubenssätze, die wir installieren und in unseren Zellen verankern. Und dann, wenn es dann keine Verdrängung ist, also ich muss nur positiv denken, dann verändert sich schon alles. Wenn es dann keine Verdrängung ist, sondern wirklich aus ganzem Herzen angenommen wird, dieser positive Gedanke, und mit Energie gefüllt wird, also wird es auch spüren, ja, dann kann dieser positive Gedanke ganz viel Heilung bringen. Also es geht letzten Endes darum, diese negativen Glaubenssätze in sich zu entdecken und aufzulösen bzw. zu wandeln. Und dann kann ganz, ganz viel zum Positiven sich einfach verändern. Ne? Genau. Das ist so das Resultat. Ja, ist total deutlich geworden. Das ist ja auch ein Schwerpunkt der Online-Jahresgruppen. Ja, zum Beispiel. Stimmt, ja. Genau. Genau, die Online-Jahresgruppe, die startet auch bald wieder, schreibe ich euch auch den Link in die Infobox unter dem Video, wenn ihr da Interesse habt, einfach mal auf der Seite vorbeischauen und euch ganz unverbindlich gerne da auch mal eintragen und dann bekommt ihr auch Info, wenn es denn soweit ist und ja, könnt euch dann weitere Details anschauen. Ja, aber unterm Strich ist jetzt überhaupt mal klar geworden, wie wichtig das Thema Glaubenssätze überhaupt ist, welchen großen Einfluss es auf unser Leben hat. Manchmal hat man so das Gefühl, ja, Glaubenssätze und tut das so ein bisschen ab oder so, ist nicht so wichtig oder so ein bisschen schwammig, aber das ist jetzt ganz klar hervorgegangen, welchen großen, großen Einfluss diese Glaubenssätze auf unser Leben haben, denn damit erschaffen wir uns ja letzten Endes unsere Realität im Außen. Ja. Hier bezogen auf Disharmonien, sprich Krankheitsbilder. Und das spiegelt sich natürlich in allen anderen Bereichen auch wieder. Ne? Zuerst ist der Gedanke und dann kann eine Realität entstehen. Genau. Wie bei jemandem, der die Idee hat, irgendwo ein Haus zu erbauen, ist erst die Idee da, dann kommt der Architekt und dann kommen Menschen dazu, die Stein auf Stein hochsetzen. Ne? So ist das letzten Endes auch. Genau. Super, lieber Rudi, vielen Dank, dass du uns da mal aufgeklärt hast und dieses Thema durchleuchtet hast. Bei euch bedanken wir uns auch für euer Dabeisein und ja, freuen uns auf weitere Beiträge, mit euch zusammen das zu teilen. Wir schicken euch eine herzliche Umarmung und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss und dir herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.